Na gut, das war jetzt ein wenig gemein. Aber gut, den Druiden mit gezielten Schüssen niederstrecken. Seltsamerweise verfehlen alle eure Schüsse das Ziel. Schade. Ihr spürt instinktiv, dass sich hinter euch etwas bewegt. Wenn ihr nicht umzingelt werden wollt, müsst ihr jetzt auf die Lichtung treten. So viel zum Überraschungsmoment. Und es sind wirklich viele Wölfe. Aber wir sind einigermaßen gut positioniert. Also Terik, Gwendolyn und Gerugol in erster Reihe. Das heißt, Terik stürmt jetzt vor... dahin. So, du schießt einfach. Wir sollten keine Astralenergie verwenden, bis wir nicht einen direkten Weg zu dem Druiden haben. Und die Wölfe hielten, glaube ich, 10 Schadenspunkte aus, so um den Dreh. Du läufst erstmal weg. Abwarten. Im Idealfall gehen jetzt an jeden Nahkämpfer 3 Wölfe. Du schießt auf den da. Also selbst wenn an jeden Nahkämpfer 3 Wölfe gehen, haben wir immer noch 3 Wölfe über. Also wahrscheinlich eher an jeden Nahkämpfer 4. Damit die Elfen und Talana in Ruhe walten können. Du haust mal den da. Hattest du nicht vorhin schon einen Pfeil für 8 Schaden abbekommen? Wird wohl ein anderer gewesen sein. Und ein Wolf ist gerade geflohen. Was soll das denn? Also der ist hier einfach rausgelaufen. Na gut, soll er halt fliehen. Haben wir kein Problem mit. Können sie ruhig alle machen. So, oder warst du das, der angeschossen wurde? Jupp, der da war's. Schon sind es nur noch 10. Also ich habe nicht wirklich gezählt, ob es 10 sind. 3, 6, es sind nur 8. Also waren es wohl doch kein Dutzend Wölfe. Also kein genaues Dutzend. Und 7. Und der Druide hat bisher noch gar nichts gemacht. Zurück. Draufschießen. Und dann haben wir auch gleich freie Schussbahn auf den Druiden, oder? Also wenn die nächste Elfe dran ist. Dann kann sie hier auf ihn schießen. Komm schon. Du läufst jetzt einfach mal dran vorbei. Du haust auf den. Nee, ich wollte gerne Yallen haben. Die kann auf den Druiden schießen. Aber na gut, du schießt auf den Wolf. Und schon sind es nur noch 6. Komm schon, Yallen. Schieß bitte, bevor der Druide irgendwas ganz Böses spricht. Du haust den da. Na also, obwohl vorhin sind alle Pfeile von ihm abgeprallt, ne? Gucken wir, ob es im Kampf genauso ist. Nee, nicht abgeprallt. 6 Schadenspunkte, sehr schön. Ich schätze mal, er hat so 30 Lebenspunkte und Terik hat gerade seine Axt kaputt gemacht. Du. Ja, es ist recht nervig, dass er da hinten ist, weil wir können halt nicht schräg schießen oder nicht schräg zaubern. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, ihn vom Fernkampf anzugreifen, ist von der Linie hier, von der hier vorne und von der da hinten. Na gut, dann lauf halt in Nahkampf, Talana. Das kannst du doch sonst auch so gut. Du schießt wieder auf ihn. Wieder 3 Trefferpunkte. Und er zuckt nicht mehr mit der Wimper. Das ist echt ein komischer Kauz. Aber vielleicht macht er erst was, wenn alle seine Wölfe tot sind. Aber irgendwie denke ich, er kippt vor seinen Wölfen um. Zumal Talana gleich ja einen Fulminictus auf ihn schmeißen kann. Aber schauen wir mal, vielleicht hat er noch irgendwas in petto. So, nochmal auf den da. Der müsste auch gleich umkippen. Jupp. So, zaubern. Kampf. Fulminictus auf Gora. 8 Trefferpunkte. Oh genau, du sollst deine Waffe wechseln. Auf einen Skraja und haust wieder auf den.
Ich glaube, Terik ist der Einzige, der noch seine Startwölfe um sich rum hatte. Die anderen sind ja alle schon ziemlich befreit hier unten. Und der will auch fliehen, das darf er euch. Können wir ihn eh nicht wirklich von abhalten. Also ja, wir könnten jetzt hinterherlaufen und in den Rücken schießen, aber ich schieße da doch irgendwie wieder auf den mächtigen Druiden. Auch wenn er so mächtig nicht wirklich sein kann, wenn er keinen Finger krumm macht. Obwohl alle auf ihn schießen, zaubern und sonst was. Hau ihn doch mal. Vielleicht reagiert er dann ja. Oh, 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 wo kommt ihr denn her? Da sind plötzlich zwei Harpien aufgetaucht. Und das hinter unseren Kämpfern. Das ist nicht gut. Oh, das könnte sein. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Kreaturen kommen. Das wäre gemein. Lauf mal weg. Gwendolyn sollte gleich mal die andere Harpie hier abfangen. Also die da, damit Yallan weiter auf ihn hier feuern kann. Oh, der versucht zu zaubern. Nicht gut, gar nicht gut. Schießen oder zaubern? Schießen oder zaubern? Zaubern wir mal. Kampf, Fulminictus und jetzt so einen richtig schönen guten. 10. Ja, das hätte ein Pfeil auch schaffen können. So, und du gehst bitte dahin und versuchst irgendwie die Harpie von Yallan wegzubekommen. Njam, 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 was machst du? Du gehst hier hin, schießt auf den Wolf, denn wir wissen nicht, ob wirklich unendlich viele Tiere kommen. Wir sollten schon ein bisschen die Tiere, die auf dem Schlachtfeld sind, Stück für Stück dezimieren, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Du schießt weiter auf ihn. 8. Jetzt mindestens schon 30 Schadenspunkte gefangen und er flieht. Was zur Hölle war das? Der hat gerade einen Nahkampfangriff gemacht von hier vorne? Ha. Huh. Also Gerogon kann sich dahin den Weg stellen. Also, dass die Elfe nicht mehr schießen kann. Oder er kann sich da einen Weg stellen, um sich alle in den Weg zu stellen. Yeah. Okay, greift die Harpie an. So, Terik, du haust ihm jetzt den Rücken. Dafür können die Wölfe dich zwar gleich in den Rücken beißen, aber egal. Aggressiv. Sehr schön. So, du haust wieder die Harpie, damit Yallan in Ruhe schießen kann. Komm schon. Nicht du. Du kannst fast gar nichts machen. Du kannst jetzt nur noch einen Nahkampf auf ihn einschlagen. Und er versucht zu fliehen? Was zur Hölle? Und Talana steht genau im Weg. Das ist nicht gut. Ja, hilft nichts. Einfach hoffen, dass sie nochmal dran ist. Weil ich will ihn erwischen, er soll nicht fliehen. Komm schon, sei nochmal dran. Nicht wieder in den Weg stellen, nicht wieder in den Weg stellen. Ach gut. So, Gerogon ist viel zu weit weg. Der kann auch weiter auf die Harpie einprügeln. Komm schon, du kommst da nicht hin, weil du nicht schräg schießen kannst. Das heißt, du gehst da hin und schießt auf Gerogons Harpie. Terik, was macht Terik? Er stellt sich auf jeden Fall nicht in den Weg der Elfe. Er könnte dahin gehen. Aber selbst wenn er dann sofort nochmal dran wäre, hätte er nicht genug Bewegungspunkte, um sich dahin zu stellen und ihn anzugreifen. Also bleibt er auch hier. Und haut weiter auf die Wölfe ein. Der Druide ist aber ziemlich langsam. Stell dich mal dahin. Und du schießt ihn jetzt in den Rücken. Komm, drück die Daumen. Und ach, daneben. Das war nicht toll, Mürrem. Die Harpien halten ganz schön viel aus. Und er ist geflohen. Ah, Mist.
Also müssen wir jetzt irgendwo anders hinjagen? Oder zählt er einfach als im Kampf ausgeschieden? Das könnte natürlich auch sein. Aber ich hoffe mal, dass seine Sachen wenigstens hier bleiben. Da bin ich ja doch ein wenig gierig. So, hau auf den ein. Jetzt müssen wir wohl nur noch diese vier Tiere hier töten. Neue dazugekommen sind bisher ja nicht mehr. Also nach den Harpien. Abwarten. Da machen wir nochmal Computerkampf. Keine Magie. Jetzt werden die Elfen wahrscheinlich auch alle in Nahkampf gehen, was nicht ganz so praktisch ist. Aber dafür geht der ganze Kampf wesentlich schneller. Weil ich halt nicht immer in den Optionen rumklicken muss, was sie jetzt gerade machen sollen und so weiter. Auch wenn das jetzt nicht so wirklich schnell aussieht, was die Schadensverteilung angeht. Ich sehe irgendwie immer nur rote. Oh oh. Das ist nicht gut. Stopp, stopp, stopp. Autokampf weg. Also es kommen doch noch neue Kreaturen hinzu. Das heißt, du machst jetzt ein Fulminictus auf den Waldlöwen da. Und du haust den Wolf. Ja, nee, da können wir keinen Autokampf machen, wenn jetzt immer mehr dazu kommen. Da sollten wir schon das meiste rausholen. Also dafür sorgen, dass die Elfen alle schön mit dem Bogen schießen und so weiter. Und die richtigen Zauber gesprochen werden. Du zauberst jetzt zum Beispiel einen Fulmen auf die da. Und du probierst auch einen Fulmen zu schmeißen auf den Wolf. Das ist so ein bisschen Overkill. Aber deswegen ist einer von denen schon mal weg. Und misslungen. Und der Löwe flieht wieder. Ja, stimmt. Die waren gar nicht so stark. Die sehen nur so gefährlich aus. Du schießt auf Gerugons. Ah, der Computer hat für mich die Waffen gewechselt. Das war sehr nett, Computergegner. Computerspieler. Angriff. Ihr haltet alle viel zu viel aus. Oder wir treffen einfach nicht häufig genug. Eins von beiden. Oh, komm schon. So, hast du jetzt auch eine Nahkampfwaffe in der Hand? Ja, hast du auch. Hast du alles doof. Waffe wechseln, Langbogen. Und du kannst den Löwen nicht mehr anschießen, weil du nur noch 3 Punkte hast. Kannst du wenigstens im Nahkampf schießen? Zu nah. Nein, kannst du nicht. Schade. Dann stell dich einfach mal dahin. Du wartest ab. Mit bloßen Fäusten anzugreifen bringt fast gar nichts. So, Tirik, komm schon. Es muss mal wieder was sterben. So, du jetzt aber. Komm schon, töten. Und daneben. Also irgendwie ist dieser Kampf echt verflucht. Das war's bestimmt. Also Druiden haben hier die Möglichkeit, kurz vor ihrem Tod noch einen mächtigen Zauber zu sprechen, der sie quasi auflöst. Wahrscheinlich war es von diesen Druiden, dass wir nie wieder irgendwas töten können. Komm schon. Nö. Nein, nicht bewegen. Du sollst angreifen. Die armen Wölfe, die nur 10 Lebenspunkte haben. Na, endlich. Es hat viel zu lange gedauert, bis mal wieder einer gestorben ist. So, du haust jetzt doch nochmal drauf. Mit etwas Glück. Ja, 5 Trefferpunkte. Aber er ist trotzdem nicht tot. So, du wechselst Waffe. Und schießt auf Gerugans. Ah, schon viel besser. So, Computerkampf. Keine Magie. Und jetzt bringt den Kampf zu Ende. Ich bin neugierig, was mit dem Druiden passiert ist. Also schön wäre es ja, wenn wir jetzt wirklich ihm hinterherlaufen müssten. In irgendein anderes Versteck. Oder noch einen Kampf haben würden. Aber ich denke mal, er wird einfach als tot gelten. So, knüppelt sie nieder. Ist ja nicht so, dass sie eigentlich wegfliegen. Das ist nicht gut. Das ist ein Dämon. Den können wir nur mit magischen Waffen, die wir nicht haben, oder mit Zaubern, wo wir keine Astralenergie haben, verletzen. Ja, haben wir Gegenstand. Zaubertrank, sehr schön. Gegenstand benutzen. Gegenstand wechseln.
Du hast keinen Zaubertrank. Das ist nicht gut. Dann kümmerst du dich halt nur um die Harpie hier. Und du hast schon wieder die Waffe gewechselt, weil Computerkampf an war. Nervig, nervig. So, Gerugon könnte jetzt mit den Dämon abfangen, aber das bringt nicht wirklich viel. Hau lieber hier die Harpie zu Ende. So, Talana hat hoffentlich noch einen Zaubertrank. Nee, hat sie auch nicht. Oh. Heißt, wir haben jetzt nur einen einzigen Zaubertrank dabei gehabt. Das heißt, sie wird einen Fulminicto schmeißen können, vielleicht zwei. Das wird auf keinen Fall reichen, um ihn umzubringen. Oh, das ist nicht gut. Na, vielleicht können wir ihm ja ab und an mal einen Schadenspunkt verursachen. Oder hat irgendeiner von euch noch was dabei, was er nicht haben sollte? Ein Heiltrank. Nee, brauchst du nicht. Na, wir können immer noch selber fliehen, aber ich weiß nicht, was denn mit dem Kampf hier passiert, also wie das zählt. Ob wir ihn denn nochmal herausfordern können, den Druiden, oder nicht. Oder ob das Ganze dann verbuggt wird. Das hätte echt nicht passieren sollen. Angriff auf die. So. Und Mürrem. Du hättest den Zaubertrank mal lieber Talana geben sollen. Denn bei ihr sind die Magie, also die Astralenergie ja auf Maximum gesetzt worden. Weil sie halt nicht ganz so viele hat. Bei Talana hätte sich das ein bisschen mehr rentiert. Ah, du solltest dahin gehen. Oh, ihr Zauberstab könnte als magisch gelten. Das heißt, damit müssten wir ihn dann totknöppeln. Aber erstmal so. Kampf. Fulminictus. Komm schon, one hit. Was zur Hölle? Wie geil! Ja, 18 Trefferpunkte. Ich glaube, das ist der höchste, den wir bisher hatten. Und das ist genau das, was wir brauchten. Schöne Sache, sehr schöne Sache. Ich habe mich schon neu laden sehen. Der Kampf ist vorüber und ihr habt gesiegt. Um euch herum liegen die Kadaver der Tiere, die unter den Bann der Druiden standen. Und auch die Leiche von Gora selbst. Also er hat sich wahrscheinlich nur vom Schlachtfeld verpieselt, um dann irgendwo zu verbluten. Eine kurze Untersuchung des Toten bringt nichts Weltbewegendes zutage. Wollt ihr die Hütte durchsuchen oder umkehren? Wir wollen natürlich die Hütte durchsuchen. Die Hütte besteht aus einem einzigen Raum, der intensiv nach Kräutern riecht und ein Bild vollkommenen Durcheinanders bietet. Nach kurzem Suchen findet ihr hier eine Robe, die wir mitnehmen, weil Talana gerne mal ein bisschen Auswahl hat. Wir nehmen die Alraune mit. Wir nehmen ein Ilmblatt mit, wir nehmen die Schriftrolle mit, wir nehmen den Heiltrank mit, wir nehmen die Kristallkugel mit und der Rest kann hier bleiben. Oh, hier ist noch was. Neben einigen kleinen Gegenständen könnt ihr eine mit vielen Runen verzierte Truhe entdecken. Sie ist viel zu schwer, um sie wegzuschleppen. Wollt ihr die Truhe öffnen oder lieber die Finger davon lassen? Die ist bestimmt verzaubert. Ganz bestimmt. Aber wir sollten ja diese Knochen zurückbringen zu dem anderen Druiden. Wenn das denn wirklich ein Druide war, also der in Orville. Also öffnen wir die Truhe. Ein Knochen mit Runen, ein Ring, einen starken Heiltrank, Gegengift, zwei Stück. Expurgicum, das sagt mir jetzt gar nichts. Ein Rezept für Expurgicum und noch mehr Kräuter. Sehr schön. Jetzt haben wir über hier alles auf den Kopf gestellt und können zurück. Ja, das war doch mal ein sehr knapper Kampf. Was haben wir jetzt alles dabei? Wir haben wieder eine grüne Robe, die wahrscheinlich weniger wert ist als die rote Robe, die sie schon anhat. Wir haben einen Knochen mit Ruhm, den wir gleich abgeben müssen. Wir haben eine Schriftrolle. Dies ist eine Schriftrolle. Ja. Eine Schriftrolle kann nicht benutzt werden. Ich würde trotzdem gerne wissen, was da drauf steht. Ist das jetzt das Rezept für das Expurgicum? Und was haben wir hier? Ein Ring? Wo wir nicht wissen, was er macht.
Okay. Ah ne, hier ist das Rezept für Exporikum. Und was ist das Rezept? Mit Hilfe dieses Rezeptes müsste es ein leichtes sein, Exporikum aus Bronzeflasche, Lakritz, zwei Schurikenknollen und zwei Raunen herzustellen. Was auch immer das Exporikum jetzt genau macht, da werde ich mich nochmal reinlesen müssen. Jetzt stellen wir erstmal Wachen auf, denn wir wollen möglichst schnell in die Stadt zurück, um abzuspeichern. Könnten wir wahrscheinlich auch hier schon machen, aber ich mache das lieber in Städten. So, Jallen, 3 Stunden. Jupp, und schlafen. So, wir wollen weiterreisen. Also ich hoffe mal, dass er automatisch jetzt nach Orbel zurückgegangen ist. Ja, ist er. Sehr schön. Also, speichern. Da wir letztes Mal nicht speichern können, ist das immer noch 19. Und wir sehen uns gleich wieder.